Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Ich freue mich total, dass ihr wieder mit dabei seid. Wenn ihr in Zukunft kein Video mehr mit mir verpassen wollt, abonniert sehr, sehr gerne diesen Kanal. Das würde mich total freuen. Ihr würdet meinem kleinen Kanal sehr, sehr helfen und ich verspreche euch, dass ihr auch jeden zweiten Tag ein neues Video von mir bekommt. Heute möchte ich mit euch mal wieder darüber sprechen, was ich mir eingekauft habe. Ich war nämlich in der Drogerie Müller und habe da einige interessante Sachen gekauft. Also einige kannte ich natürlich schon und die wollte ich mir nachkaufen, weil sie halt einfach sehr, sehr gute Produkte sind. Aber ich habe auch ein paar neue Sachen gefunden, die ich bisher noch nicht ausprobiert habe und auf die bin ich natürlich besonders gespannt, ob sie mir gefallen werden. Und die werde ich euch natürlich auch gleich mal zeigen. Kommen wir aber zunächst zu Produkten, die ich schon kenne, nämlich die Handcreme von Mr. und Mrs. Panda mit der Sorte Kirschblüten und Reismilch. Diese Handcreme mag ich halt wirklich total gerne. Die habe ich mir schon sehr, sehr oft nachgekauft. Ich habe immer auf der Arbeit eine Tube stehen. Ich habe in der Handtasche immer eine Tube. Und ganz ehrlich gesagt, hat diese Handcreme inzwischen sogar meine vorherige Lieblingshandcreme von Rituals abgelöst. Die von Rituals sind natürlich auch ganz, ganz fantastisch. Die liebe ich auch noch sehr. Allerdings sind die natürlich deutlich teurer als diese hier. Also die hier ist auch nicht ganz billig, die kostet 2,95 €. Es gibt natürlich auch günstigere Handcremes in der Drogerie, aber ich sag mal, im Vergleich zu den Cremes von Rituals sind die dann auch doch deutlich günstiger. Die kosten normalerweise eher um die 9 bis 10 € und die hier kosten halt nicht mehr 3 €. Ist natürlich ein preislicher Unterschied und die gefallen mir halt einfach mega gut, weil sie super schnell einziehen, keinen klebrigen oder öligen Film auf den Händen hinterlassen und halt auch noch total gut riechen. Außerdem ist das Verpackungsdesign super, super niedlich. Ihr seht hier, ist dieser niedliche kleine Panda drauf, der eine Blume in der Hand hält und ich mag diesen Geruch so sehr. Der ist nämlich ganz, ganz ähnlich zu dem Rituals of Sakura, was ich auch sehr, sehr mag und deswegen, sage ich mal, ist das für mich das perfekte Dupe-Produkt. Also es ist natürlich nicht eins zu eins dasselbe Produkt, aber es ist ähnlich genug vom Geruch her, dass ich sage, okay, dafür nehme ich halt gerne irgendwie in Kauf, dass ich ein anderes Produkt kaufe und spare halt auch noch Geld. Deswegen habe ich mir das nochmal zweimal nachgekauft, weil bei mir geht die Handcreme weg wie nix. Ich creme mir halt ständig die Hände ein und ja, deswegen brauche ich halt mal wieder ein bisschen Nachschub. Dann wollte ich auch noch ein neues Produkt von Mr. und Mrs. Panda ausprobieren, nämlich die Handcreme Granatapfel und Arganöl. Hier ist auch ein niedlicher Bär? Igel? Ich bin mir nicht sicher. Könnt ihr erkennen, was das ist? Also ich weiß es nicht so genau. Ich würde sagen, wegen der kleinen Stacheln auf dem Rücken ist das ein Igel, aber ich bin mir nicht sicher. Falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr es erkennen könnt. Ich gehe jetzt einfach mal von Igel aus. Und die habe ich halt tatsächlich noch nicht ausprobiert. Und das machen wir einfach mal zusammen. Mal schauen, wie diese Handcreme mir so gefällt. Also ich mache mir natürlich große Hoffnungen, weil ich halt, wie gesagt, das Schwesternprodukt total feiere. Und dann hoffe ich natürlich, dass ich auch eine schöne, ja, Alternative habe. Ich rieche schon irgendwie, es riecht sehr... Oh, das riecht auch gut. Oh, riecht schön. Es riecht sehr, sehr fruchtig, etwas süßlich. Also eindeutig halt Granatapfel riecht man raus. Zieht auch super schnell ein. Das ist praktisch jetzt schon wieder eingezogen, nachdem ich das gerade ja, aufgetragen habe. Also würde ich sagen, ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr gute Handcreme. Ich glaube einfach für meinen persönlichen Geschmack ist Kirschblüten mit Reismilch noch ein bisschen schöner vom Geruch her. Aber wenn ich mal sage, okay, meh, ich habe genug irgendwie von dem Duft, habe ich auf jeden Fall ein tolles Produkt, was ich stattdessen verwenden könnte. Kostet auch 2,95 € und halt, wow, ich bin mal begeistert, wie schnell die wegzieht. Ich meine, ihr habt das bestimmt auch mal mit Handcremes, dass es irgendwie draufsteht, zieht super schnell ein und dann sitzt ihr da trotzdem eine halbe Minute und denkt so, ja, von wegen. Diese Handcremes, obwohl das nicht speziell draufsteht, halten das definitiv. Also da kann ich könnte jetzt praktisch sofort wieder auf der Tastatur tippen oder mein Smartphone zur Hand nehmen, ohne da irgendwelche schmierigen Flecken drauf zu machen. Also bin ich total begeistert. Also da haben Mr. und Mrs. Panda wirklich ganz, ganz tolle Handcremes auf den Markt gebracht. Dann habe ich mir etwas mitgenommen, was an sich kein neues Produkt ist, aber in der Farbe für mich etwas eine Varianz ist. Nämlich von Syos ein Haarfärbemittel in der Farbe 777 Kupferblond. Ihr seht wahrscheinlich, das ist sehr, sehr ähnlich zu der Haarfarbe, die ich gerade habe. Und ihr könnt wahrscheinlich sehen, ich habe hier gerade oben wieder so ein bisschen Ansatz. Also es wird mal wieder Zeit, den Ansatz nachzufärben. Ich habe normalerweise, wenn ich mir die Haare färbe, ein deutlich intensiveres Rot, was ich verwende. Und dann sind meine Haare danach immer für ein paar Wochen total knallig rot, was mir auch richtig, richtig gut gefällt. Aber momentan mag ich halt diese
ja, diese kupferne Haarfarbe sehr, sehr gerne. Und deswegen habe ich mir überlegt, naja, wenn ich jetzt einfach nur den Ansatz mit der Farbe nachfärbe, dann könnte das wahrscheinlich ein schönes, stimmiges Haarbild geben, weil ich mir jetzt nicht ganz sicher war, ob ich nur den Ansatz machen soll oder halt dann lieber die kompletten Haare, habe ich mir lieber erstmal zwei Packungen mitgenommen, weil eine Packung ist, wenn ich mir alle Haare färben will, immer ein bisschen wenig. Deswegen habe ich vorsichtshalber zwei mitgenommen und wenn ich jetzt merke, okay, es reicht halt einfach den Ansatz nachzufärben, reicht ja auch eine Packung und dann habe ich für die nächste Ansatzfärbung gleich noch ein, ja, Ersatzprodukt im Haus. Eine Packung hat 4,95 € gekostet. Ich finde, für die Qualität, die Sios da bei den Haarfärbemitteln bietet, ist es auch absolut ein vernünftiger Preis. Ich mag die Haarfärbemittel von Sios ganz gerne. Klar sind Haarfärbemittel an sich nicht wirklich gut für die Haare. Also auch wenn die Haare danach schön aussehen, es ist natürlich eine Belastung, wenn da halt die Farbe reingedrückt wird in die Haarstruktur. Aber ich habe das Gefühl, dass bei Sios sich meine Haare danach nicht ganz so irgendwie stumpf und geschädigt anfühlen. Deswegen greife ich halt gerne zu diesen Produkten. Dann habe ich mir noch etwas mitgenommen. Da muss ich gerade kurz gucken, wie der Preis ist. Nämlich von Catrice den Superglue, das Brow Styling Gel. Das habe ich mir gleich zweimal mitgenommen, weil das für mich extrem gut funktioniert. Also meine Augenbrauen sind ja etwas anspruchsvoll, nenne ich mal. Also die lassen sich halt super schwer in Form bringen, weil die Haare irgendwie sehr, sehr widerspenstig abstehen. Also ich habe, also sieht man jetzt wahrscheinlich nicht so gut, weil ich das halt jetzt gut gebändigt habe. Ich habe hier so ein paar Haare, die nicht in die Richtung wachsen, sondern die in die Richtung wachsen. Das ist total nervig und mit normalem Augenbrauen-Styling-Gel, was man so von allen möglichen, ja, Firmen bekommt, hält das nicht. Also wenn ich die Haare dann in die Richtung bürste, damit das halt ein schönes, ebenmäßiges Braunbild abgibt, dann nach wenigen Minuten oder einer halben Stunde stellen sich die Haare dann wieder in die Richtung auf und das sieht halt einfach nicht so toll aus. Also es ist jetzt nichts Dramatisches, dass ich sage, oh Gott, ich kann so nicht vor die Tür gehen. Aber es stört mich schon immer so ein bisschen, wenn ich in den Spiegel gucke und dann sehe so, oh nein, die Haare haben sich schon wieder selbstständig gemacht. Deswegen nehme ich halt super gerne dieses Produkt. Es gibt auch von Gatubi diesen Kleber, heißt es, glaube ich, hatte ich auch schon in Verwendung. Der gefällt mir auch sehr, sehr gut. Also da halten meine Augenbrauen auch sehr gut. Allerdings ist das Produkt hier günstiger. Es kostet nämlich 4,25 € und meiner Meinung nach ist es bei der Trocknungsphase noch ein bisschen angenehmer, denn ich kann nicht mehr reden. Habe mich verplappert. Ich rede einfach manchmal sehr, sehr viel und sehr, sehr schnell. Ihr werdet es das ein oder andere Mal bemerkt haben. Der Kleber von Gatubi, wenn ich ein bisschen zu viel auftrage und der trocknet, dann habe ich so, ja, so weiße Streifen manchmal in den Augenbrauen. Das sieht dann aus, als hätte ich graue Augenbrauenhaare. Und das ist natürlich auch irgendwie nicht so cool. Der Superglue von Catrice, der trocknet dann transparent. Auch, ich meine, das Produkt ist ja auch an sich transparent, aber es tendiert dazu, wenn man halt auch noch Augenbrauen-Styling-Produkt, ich nehme ja Augenbrauen-Pomade, dass da, wenn man da durchkämmt, dass dann manchmal so ein bisschen Produkt hängen bleibt und dann wird mit der Zeit das Produkt auch so ein bisschen bräunlicher. Also ich habe das auch gerade in Anwendung, ist jetzt vielleicht noch so ein Viertel drin und das ist dann halt so ein bisschen bräunlicher. Stört mich jetzt nicht, weil ich meine Augenbrauen ja sowieso mit einer hellbraunen Augenbrauen-Pomade behandle. Aber halt darauf sollte man achten. Also nicht, dass man denkt irgendwie, oh Gott, das Produkt ist umgekippt oder so, ist es nicht. Das ist halt einfach, das sind Styling-Produktreste, die dann manchmal einfach mit in das Produkt kommen, sofern man halt, ja, färbende Styling-Produkte verwendet. Wenn ihr das nicht verwendet, sondern einfach nur eure Augenbrauen damit in Form kämmt, dann werdet ihr dieses Phänomen wahrscheinlich eher nicht haben. Ich habe es schon, weil ich halt nicht nur, ja, meine Augenbrauen in Form bringe, sondern sie halt auch noch mit einer Pomade so ein bisschen, ja, verstärke, damit halt so kleine Lücken oder fehlende Härchen sowas dann dadurch ergänzt werden. Dann noch ein Produkt, das ich auch hart feiere. Das ist diesmal aber wirklich von Gatubi, nämlich das Fixing Spray Clock Block. Das feiere ich total. Und zwar bin ich darauf gekommen, muss ich kurz ausholen, da hatte mir die liebe Jamila, Grüße gehen raus, ein Fixing Spray von Morphe geschenkt und das habe ich hart gefeiert. Das war mega, mega gut. Also da kam halt nicht dieses Spritz, 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 was man sonst so kennt von Fixing Spray, sondern so ein ganz feiner, angenehmer Sprühnebel raus. Habe ich so gefeiert, habe ich so geliebt. Problem an der Sache ist, das Fixing Spray von Morphe, das kostet halt auch eine Menge Geld, ne? Also ich habe es mal für 18 € gesehen, wo ich dachte, wow, mega Schnäppchen, aber normalerweise kostet es eher zwischen 27 und 29 € und das ist für ein Fixing Spray halt wirklich
sehr, sehr viel Geld, obwohl es mega gut ist. Ich kann euch das wirklich absolut empfehlen. Wenn ihr sagt, okay, euch ist das egal, es darf ruhig um die 30 Euro kosten, so ein Fixingspray, dann go for it, holt euch das. Es ist ein mega gutes Produkt. Das hier kostet allerdings deutlich weniger. Ich habe es jetzt im Angebot bekommen für 3,95 €. Normalerweise kostet es irgendwo um die 5 Euro. Und ich liebe das. Das ist halt sehr, sehr ähnlich dem Fixing Spray von Morphe, von dem ich euch gerade vorgeschwärmt habe. Es ist nämlich ein super feiner Sprühnebel, der sofort praktisch antrocknet. Also ich habe das öfters bei Fixing Sprays, dass ich einen auftrage und dann muss ich erst mal 2, 3 Minuten warten, bis halt diese, besonders diese kleinen Tröpfchen weggetrocknet sind. Das hat man bei diesem Fixing Spray absolut nicht. Das ist ganz, ganz toll. Man sprüht es auf. Dieser Sprühnebel ist so fein, die Tröpfchen sind so minimal, die trocknen praktisch sofort weg und das Make-up hält, hält und hält. Also selbst wenn ich mich dann abends abschminke, wenn ich irgendwie 12, 14 Stunden mit Make-up rumgelaufen bin, das sieht teilweise immer noch aus wie frisch aufgetragen. Also außer an den Stellen, wenn man zum Beispiel ja eine Maske aufgehabt hat, dann reibt das natürlich irgendwie an der Nase oder hier im Mundbereich das schon ein bisschen weg. Aber auf der Stirn, hier an den Seiten, unter den Augen, das hält bombenfest. Deswegen Top-Produkt. Ich liebe das und habe es mir deswegen halt auch gleich dreimal mitgenommen, weil das geht bei mir absolut weg. Ich benutze das aktuell jeden Tag, bis ich vielleicht irgendwann mal wieder noch ein favorisiertes Produkt finde. Aber gerade ist das halt mein absolutes Lieblings-Fixing-Spray. Feiere ich total, ganz, ganz toll. Mega tolles Produkt, kann ich euch wirklich total empfehlen. Dann habe ich mir etwas mitgenommen, was ich noch gar nicht kenne, nämlich Müller hat eine Make-up-Firma im Sortiment namens Sleek Make-up. Die kenne ich noch gar nicht. Kennt ihr die? Also habt ihr das schon mit Erfahrungen gemacht und sagt so, ja, natürlich, dann nehme ich mal das und das Produkt oder ist die auch neu für euch? Schreibt es mir sehr, sehr gerne in die Kommentare, ob ihr diese Firma kennt. Ich kannte sie tatsächlich bisher noch nicht und habe mir deswegen ja testweise zwei Produkte mitgenommen. Und zwar ist es einmal die Lidschattenpalette Making Waves Eye Divine. Die hat ein paar sehr, sehr schöne Farben. Ich habe auch ein paar heute schon verwendet für euch, nämlich dieses dunkle Blau und dieses helle Gelb, mit dem ich so die Inner Corner Highlights gemacht habe. Habe ich mir gedacht, dann kann ich euch heute im Video gleich schon mal einen ersten Eindruck machen. Also die Farben sind krass pigmentiert. Also da war ich echt begeistert. Sie sind etwas trocken im Pfännchen, also man hat auf jeden Fall etwas Kickback. Aber ich denke, das kann man auf jeden Fall verzeihen. Ich zeige euch mal die Farben der Palette und die gefallen mir. Oh, guckt mal, ihr könnt mich im Spiegel sogar nochmal sehen. Das ist ja der Doppelramis heute. Also hier dieses tolle Blau trage ich heute und dieses wunderbar leuchtende Orange-Gelb im Inner Corner Highlight. Und hier sind auch noch einige Farben drin, die ich auf jeden Fall probieren will, wie dieses helle Violett oder dieses sanfte Grün oder dieses tolle Orange. Die Farben sind alle, naja, nicht alle, aber fast alle recht schimmernd. Also hier dieses dunkle Grau schimmert nicht. Das habe ich auch hier oben in der Crease verwendet. Und ja, finde ich echt schön von den Farben her, muss ich sagen. Also hat mir auf den ersten Blick richtig, richtig toll gefallen. Deswegen habe ich mir die Palette auch mal mitgenommen. Die Preise von dieser Marke sind auch definitiv okay. Also die Palette hat jetzt 9,99 € gekostet. Also ist kein, sind keine High-End-Preise, aber halt auch nicht ganz günstig. Man kriegt ja zum Beispiel von Essence oder Trend It Up auch noch deutlich günstigere Paletten. Würde ich sagen, ist so ein bisschen im oberen Drogeriesegment angesiedelt von den Preisen. Vielleicht so im Bereich, ja, Maybelline, L'Oreal, vielleicht ein paar Catrice-Produkte, aber noch nicht so teuer wie NYX. Also, um das so ein bisschen einordnen zu können. Und dann habe ich mir noch ein zweites Produkt mitgenommen, nämlich ein Liquid Lipstick der Made Me Ultra Smooth Matte Lip Cream. Also, es steht nicht direkt Liquid Lipstick drauf, ist aber von der Konsistenz definitiv einer und auch einer von der Haltbarkeit. Bevor ich den gekauft habe, habe ich mir im Laden erstmal mit dem Tester so einen kleinen Strich auf den Handrücken gemacht, bin dann irgendwie 10 Minuten durch den Laden gegangen und habe dann versucht, das wegzureiben und das Zeug hat echt super gehalten. Da habe ich mir gedacht, okay, so eine lang anhaltende Farbe möchtest du gerne auf den Lippen tragen. Deswegen habe ich den mir mitgenommen in der Farbe Shabby Chic. Gefällt mir sehr, sehr gut, trage ich heute auch schon. Ist also so ein recht dunkles Altrosa. Ich habe mir noch ein bisschen Gloss drauf gemacht, damit meine Lippen schön glänzen. Aber insgesamt von der Farbe und von der Haltbarkeit gefällt mir dieses Produkt wirklich sehr, sehr gut. Der Liquid Lipstick hat 6,99 € gekostet, finde ich. Es geht auf jeden Fall auch definitiv klar für einen, ja, Lippenstift, der so gut hält.
Also da finde ich also 6,99 auch einen absolut passablen Preis. Dann kommen wir jetzt zu ein paar günstigeren Produkten, denn ich habe wieder bei den Tuchmasken zugeschlagen. Denn ich habe bemerkt, Müller hat wirklich sehr, sehr gute Tuchmasken. Ich meine, nicht so krass tolle wie vor allen Dingen vom Preis her wie die von Action, die ich euch ja auch so total oft gezeigt habe. Aber es gibt ein paar Tuchmasken, die ich total feiere von Müller. Und zwar habe ich mir mitgenommen für jeweils 1,49 die Cute Koala Tuchmaske. Die kennt ihr vielleicht schon von dem ein oder anderen Haul oder Aufgebraucht-Video. Die hatte ich euch ja schon öfters mal empfohlen, weil ich halt so eine krass gute Erfahrung damit gemacht habe. Die ist mit Hyaluronsäure und Eukalyptusextrakt. Und ich habe gerade einen Tippfehler entdeckt auf dem Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich halte das mal ganz nah dran. Hier, da steht Hyaluronsäure. Okay. Also ich meine, ist mir gerade zum ersten Mal aufgefallen. Ich hatte das Produkt jetzt schon so oft in der Hand und habe ich nicht gesehen. Also es steht leider echt Hyaluronsäure drauf. Also, aber das macht das Produkt nicht irgendwie schlecht oder so. Im Gegenteil, ich feiere das sehr. Das ist super erfrischend durch das Eukalyptusextrakt, das mit drin ist. Wenn ich diese Tuchmaske verwende, habe ich auch wirklich noch so 2, 3 Stunden danach das Gefühl, dass meine Haut so mega frisch ist und total irgendwie so, als wäre ich gerade aus dem Urlaub gekommen und wäre gerade aus dem Meer gestiegen und hätte irgendwie noch so, ach, so Feuchtigkeitsspritze auf der Haut und irgendwie der Wind bläst mir ins Gesicht. Also ohne jetzt zu theatralisch wirken zu wollen, das ist halt wirklich eine ganz, ganz tolle, erfrischende Tuchmaske, die meiner Haut richtig, richtig gut tut. Und deswegen habe ich sie mir noch dreimal nachgekauft. Die ist mit 1,49 natürlich nicht ganz günstig für eine Tuchmaske, aber der Effekt ist halt so krass gut, dass ich halt diesen Preis definitiv bereit bin zu zahlen. Ist mega toll, kann ich euch total empfehlen. Also wenn ihr die noch irgendwo seht, ist halt wieder eine Limited Edition und ich weiß nicht, wie lange Müller die im Sortiment haben wird. Kauft die euch ruhig, vielleicht erstmal einmal zum Testen und hoffentlich habt ihr dann genauso einen tollen, ja, schönen, ja, tolles, schönes Pflegeerlebnis, so wie ich das dann hatte. Weil mir halt die Tuchmaske mit dem Koala so gut gefallen haben, habe ich mir von Müller noch ein paar andere Tuchmasken mitgenommen. Die haben jetzt, weil sie im Angebot waren, irgendwie die Koala-Tuchmaske nicht, keine Ahnung warum, haben pro Stück 95 Cent gekostet. Und da habe ich mir halt ja, 5 verschiedene Sorten mitgenommen. Einmal, die hatte ich auch schon mal, die Lemon Squeeze Tuchmaske mit Hyaluronsäure, hier diesmal richtig geschrieben, und Zitronenextrakt. Die hatte ich mir auch schon mal gekauft und auch schon mal verwendet. Ist auch eine ganz, ganz tolle Tuchmaske. Also super erfrischend, riecht auch angenehm, so zitrisch. Das ist ja sowieso eine Duftrichtung, die ich sehr, sehr mag. Und ja, hat auch meine Haut richtig schön und toll gepflegt. Und was ich halt auch richtig gut finde, da habe ich sonst bei den Tuchmasken von Balea oder Isana manchmal das Problem, dass das Vlies relativ dick ist und nicht besonders gut durchfeuchtet und halt nicht sehr lange und gut und auf der Haut sitzt, also dran klebt. Das ist bei den Tuchmasken von Müller nicht der Fall. Die sind wirklich richtig, richtig gut durchfeuchtet. Das Vlies ist schön dünn. Also wenn ich die einmal aufgeklebt habe, kann ich damit 20 Minuten durch die Gegend laufen, ohne dass sich überhaupt irgendwas ablöst. Also es reicht auch, wenn man die 10 oder 15 Minuten drauf lässt, je nachdem, wie lange man das haben möchte. Ich habe die sind so angenehm auf der Haut. Ich habe die manchmal sogar schon vergessen. Also, dass ich mir die Tuchmaske aufgelegt habe und dann bin ich irgendwas machen gegangen, irgendwie Geschirrspüle ausräumen oder ich habe irgendwie ein Spielchen auf dem Handy gespielt und so weiter. Und dann dachte ich, irgendwas war noch. Ach ja, Tuchmaske abnehmen, weil die einfach so gut auf der Haut sitzen, dass man sie tatsächlich nicht merkt. Also mag ich total gerne, deswegen habe ich die mir auch sehr gerne nachgekauft und habe mir auch noch Tuchmasken mitgenommen, die ich bisher noch nicht ausprobiert habe. Von der Müller-Eigenmarke Cadea Vera. Ich glaube, das sind jetzt welche aus dem ständigen Sortiment, während die Koala und die Lemon Squeeze aus den Limited Editions sind. Und dann habe ich mir einmal die Anti-Age-Expert-Tuchmaske mitgenommen mit Rotahorn, Hyaluronsäure und Panthenol, klingt also auch echt schön pflegend. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert, kann ich euch noch nichts drüber sagen, werdet ihr aber auf jeden Fall in einem der nächsten Aufgebraucht-Videos ein paar Informationen zu bekommen. Dann noch die AHA Glow Booster Tuchmaske mit AHA und BHA-Säuren und Dexpanthenol. Ich weiß jetzt nicht, was der Unterschied zwischen Dexpanthenol und Panthenol ist. Wisst ihr das? Ich weiß es leider nicht. Falls ihr mich aufklären wollt, ihr wisst, wo ihr es hinschreiben könnt.
Auch da bin ich echt gespannt drauf, weil vielleicht gibt die meine Haut einen richtig schönen Glow. Also das kann man ja immer gut gebrauchen, obwohl ich momentan sehr, sehr zufrieden bin. Also ich mische mir gerade immer so ein bisschen, ja, dieses neue Hollywood-Glow-Produkt von Riva Love's mir so ein bisschen mit ins Make-up. Und ich finde irgendwie, ja, man hat noch immer so ein bisschen mehr schön Reflexion und Bewegung im Gesicht. Mag ich sehr. Und vielleicht gibt das hier noch ein bisschen mehr Glow. Dann habe ich noch die H2O Express Tuchmaske mit Duo Hyaluronsäure, Aloe Vera und Panthenol mitgenommen. Das klingt auf jeden Fall richtig schön angenehm und erfrischend. Freue ich mich total drauf, die auch bald mal auszuprobieren. Letzten Endes von den Tuchmasken habe ich mir noch die Pink Bubbles Tuchmaske mitgenommen. Oh, sehe ich auch gerade. Auch die ist wieder aus einer Limited Edition. Die ist mit Grapefruit und Weidenröschenextrakt. Ich weiß tatsächlich nichts über Weidenröschen und ob die besonders pflegend und toll sind. Werde ich denn mal sehen, wenn ich die Tuchmaske probiert habe. Das soll eine reinigende und klärende, frische Tuchmaske sein. Freue ich mich total drauf. Also manche sind ja eher so pflegend und das soll jetzt eher so eine reinigende Maske sein. Werde ich auch mal ausprobieren, freue ich mich auch schon total drauf, weil ich halt einfach bisher mit den Tuchmasken von Cadea Vera von Müller sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Also wenn ich in der Drogerie Tuchmasken kaufe, greife ich jetzt inzwischen sehr, sehr gerne auf die von Müller zurück, weil die einfach richtig, richtig gut sind. Dann habe ich auch noch ein neues Produkt für mich mitgenommen und zwar auch von Cadea Vera die Tropical Coconut Biogel Tuchmaske mit Hyaluronsäure und Kokosextrakt. Ich hatte ja hatte ich euch im letzten Müller-Haul erzählt, dass ich mir so Hydrogel-Masken mitgenommen habe. Die sind auch echt interessant, werde ich euch in einem der nächsten Aufgebraucht-Videos von erzählen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, was eine Biogel-Tuchmaske ist, aber weil ich halt die Hydrogel-Masken echt interessant und schön pflegend fand, habe ich mir gedacht, nimmst du dir auch mal eine Biogel-Tuchmaske mit? Ist auch in der Limited Edition. Werde ich mal kurz nachgucken, was die gekostet hat. Nee, das ist die falsche. Ah, oh, die war recht teuer. Die hat 2,49 gekostet. Also ich hoffe natürlich, dass sie für den Preis auch wirklich eine tolle Wirkung hat, weil sonst wäre ich etwas enttäuscht. Weil 2,49 für eine Tuchmaske, also ein Einmalprodukt, ist halt schon nicht ohne. Dann habe ich mir für jeweils 1,49 drei Hydrogelmasken nochmal nachgekauft. Und zwar diesmal nicht aus die ich vorher schon kennengelernt habe, sondern zwei aus zwei anderen Limited Edition und eine aus dem ständigen Sortiment, nämlich einmal die Hydro Booster Hydrogelmaske mit Hyaluronsäure, Aloe Vera Saft und Panthenol. Also ich glaube, die ist ständig im Sortiment, während die anderen, die ich euch zeige, wahrscheinlich nicht dauerhaft da sein werden, oder vielleicht kommen sie später ins dauerhafte Sortiment. Ich weiß es nicht. Ich sitze nicht in der Chefetage von Müller. Ich kann sowas nicht entscheiden. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, die bald auch mal auszuprobieren. Genauso wie aus einer Limited Edition die Illuminating Glow Hydrogel Maske mit Perlenextrakt, Hyaluronsäure und intensivem Seidenschimmer. Das klingt natürlich sehr, sehr vielversprechend. Mal schauen, was mit der Hydrogelmaske ist. Ich kann euch ja schon mal sagen, die sind ein bisschen anders als Tuchmasken. Also Tuchmasken sind ja dieses durchfeuchtete Vlies, was man auf die Haut legt. Die hier sind zweigeteilt und das ist so eine dünne, ja, leicht klebrige Hydrogelschicht. Also wenn ihr diese Hydrogel-Augenpads kennt, so ähnlich sind die aber deutlich dünner. Die sind auch auf so einer Trägerfolie. Ihr klebt die dann ins Gesicht. Also ich mache immer eine Folie ab, klebe die auf und ziehe dann die andere Trägerfolie ab. Und dann klebt das tatsächlich ja wie so eine dünne, klebriger Film auf der Haut. Löst sich auch echt nicht so leicht ab. Also ja klar, man kriegt es schon ab, wenn man es dann halt einfach abnehmen will. Aber wenn man damit rumläuft und das einziehen soll, dann löst es sich nicht so ab, wie manche Tuchmasken das leider manchmal tun. Also ich mag das von der Konsistenz eigentlich sehr, sehr gerne. Und mit der Hautwärme liegt die dann auch so richtig gut an. Also wenn man die aufklebt, muss man immer noch so, ja, so eine halbe Minute warten, bis halt die Hautwärme das so ein bisschen ja noch anwärmt und aufweicht. Und dann liegt es halt richtig gut auf der Haut. Also ist ein bisschen schwer zu erklären, aber ich mag es irgendwie ganz gerne so von der Anwendung her. Am Anfang habe ich mich da so ein bisschen dumm angestellt, aber
Inzwischen kriege ich das gut hin und ich bin auch recht optimistisch, dass ich mit der Vitamin C Hydrogelmaske mit Vitamin C, Hyaluronsäure und Orangenextrakt gut klarkommen werde. Und das Orangenextrakt hat mich natürlich sehr angesprochen. Ihr wisst ja, ich liebe alle möglichen Produkte mit Orangenduft und ja, diese zitrischen Düfte, da fahre ich ja sowieso drauf ab. Hoffe ich natürlich, dass das einen richtig schönen Pflegeboost geben wird. Dann habe ich mir noch zwei Hydrogelmasken mitgenommen, die reduziert waren, nämlich auf jeweils 1 Euro. Und das ist die glättende Hydrogelmaske, nur mit Hyaluronsäure, die halt gegen Falten vorgehen soll. Und ich sag mal, ein bisschen Anti-Aging tut jedem mal gut, ne? Deswegen habe ich mir die beiden reduzierten Masken für jeweils 1 Euro sehr, sehr gerne mitgenommen und werde die auch sehr bald mal ausprobieren und euch natürlich in einem der nächsten Aufgebraucht-Videos dann berichten, ob ich halt nach der Anwendung dieser Maske aussehe wie 14. Ich hoffe es natürlich sehr. Die letzten beiden Produkte, die ich euch zeigen möchte, sind zwei Bodylotions, die eine hat 1,25 gekostet und die andere hat 1,45 gekostet, von der Müller Eigenmarke Aveo. Da habe ich mir einmal die Parfum Body Lotion Blue Sensation mitgenommen mit langanhaltend sinnlichen Fine Fragrance Duft. Das klingt natürlich super spannend. Ich werde das mit euch zusammen mal ausprobieren, wie denn dieser Duft sein soll. Also normalerweise finde ich das ja auch eigentlich ganz gut, wenn in Pflegeprodukten nicht so viel Duftstoffe drin sind, aber wenn man halt sagt so, hey, heute will ich besonders schön duften und ich mag diesen Geruch und irgendwie nicht so intensiv, punktuell, wie zum Beispiel ein Parfüm, das man sich auf den Hals aufsprüht, sondern einfach so ein, dass mich irgendwie so ein schöner Duft die ganze Zeit umhüllt, ohne dass man wirklich weiß, woher kommt das. Das klingt eigentlich ganz schön. Oder es ist auch ein angenehmer Duft. Ich kann das gar nicht so richtig zuordnen. Steht das drauf, nach was das riechen soll? Kokosöl, Shea Butter. Mit exklusivem Duft. Ich weiß, ich rieche jetzt offensichtlich exklusiv. Ist ja vielleicht auch nicht das Schlechteste. Dann habe ich mir ebenfalls noch mitgenommen die Body Lotion Your Magic Story Begins Here. Gucken, ob ich da sehe, wonach das duften soll. Verzaubern magische Duftnote. Also ich werde jetzt nicht nur exklusiv, sondern auch magisch duften. Mal schauen, wie Magie so riecht. Ne? Das ist, ich meine, finde so, ja, so unspezifische Beschreibung manchmal so ein bisschen schwierig, weil das kann ja alles sein. Irgendwie magischer Duft, exklusiver Duft. Oh, Magie riecht süßlicher. Also die hier riecht eher so ein bisschen neutral frisch und die hier, ja, süßlich, ein bisschen floral. Ja, mag ich auf jeden Fall auch. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich müsste mich entscheiden, würde ich mich wahrscheinlich eher für die etwas süßlichere Magie-Variante entscheiden. Gefällt mir auf jeden Fall echt gut vom Duft her. Ich hoffe natürlich, dass auch die, ja, ich sag mal, das Pflegeergebnis von der Bodylotion sehr, sehr gut sein wird, weil ich creme mich ja nicht nur ein oder eigentlich creme ich mich hauptsächlich ein, damit meine Haut gut gepflegt wird. Nicht, dass ich unbedingt so, ja, dufte, aber so ein Duft nebenbei ist ja auch ein schöner Bonus. Dann werde ich euch das berichten in einem der nächsten Aufgebraucht-Videos, wie diese Bodylotion so im Langzeittest abgeschnitten haben. Das waren auf jeden Fall erstmal die Produkte, die ich bei meinem letzten Einkauf bei Müller bei mir ins Körbchen gelegt habe. Ich hoffe natürlich, ihr hattet Spaß bei dem Video, es hat euch gefallen und wir sehen uns auch ganz, ganz bald wieder in einem nächsten Video, nämlich schon übermorgen. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, eure Ramis.